Ich befinde mich gerade in der Aula des Oberstufenrealgymnasiums der Franziskanerinnen Vöcklabrück. Wir beschäftigen uns heute mit der neuen Regelung, die viele verschiedene Reaktionen ausgelöst hat. Denn aufgrund der vielen Handynutzung wurde die Vereinbarung getroffen, dass diese vor dem Unterrichtsbeginn in die Handytaschen gelegt werden. Warum diese Regelung getroffen wurde und was die Schüler und Schülerinnen dazu sagen, erfahren wir heute. Im ORG der Franziskanerinnen Vöcklabrück ist in der Hausordnung schon seit Jahren festgelegt, dass die Schülerinnen und Schüler das Handy während dem Unterricht nicht nutzen dürfen. Anscheinend wurde es aber nicht streng genug geregelt. Und daraufhin haben wir uns überlegt, wie können wir dem ein bisschen auch was entgegensetzen. Und die Idee war, das so zu machen, dass man jeweils einen Ort schafft, wo man das Handy auch deponieren kann. Und das sind diese Handytaschen. Die Handys sollten seit neuestem vor jeder Unterrichtseinheit in die sogenannten Handytaschen verschwinden, um nicht unnötig abgelenkt zu werden. Die Meinungen zu dieser Regelung sind gespalten. Die Eltern überlassen bei dieser Thematik die nötigen Maßnahmen gerne der Schule. Schöner fände ich es, wenn die Schüler selber so viel Disziplin hätten und das Handy, was heißt Handy weglassen. Wenn man während des Unterrichts nicht abgelenkt ist und wenn das Handy wirklich in der Tasche ist und nicht irgendwo im Geheimen unter Fahrfach oder so, wenn Unterricht ist und wenn man sich da voll drauf fokussieren kann, dann hat das natürlich Sinn. Auch wenn gerade die Lehrerinnen und Lehrer viele positive Aspekte sehen, sind einige Schülerinnen und Schüler weniger davon überzeugt. Also ich finde, wer freiwillig in die Schule geht, der kann auch selber entscheiden, ob er das Handy im Unterricht benutzt oder ob er sich konzentrieren möchte. Ich kenne viele Schüler, die eben den Handykalender nutzen zum Termin eintragen. Das ist jetzt nicht so gegangen im Unterricht, weil man das Handy eben nicht gehabt hat. Man irgendwas nachschauen muss oder zum Beispiel einen Taschenrechner braucht oder die Mama am gerade schreibt, dass man nicht sofort da ist, wenn halt vielleicht was Wichtiges gerade passiert ist oder so. Nach kurzer Zeit bemerken aber auch die Schülerinnen und Schüler, welche Vorteile die Handytaschen mit sich bringen. Ich selber weniger oft aufs Handy schaue, dann auch in meiner Freizeit, aber natürlich auch, dass ich persönlich fokussierter am Unterricht dabei bin. Viel mehr Arbeit im Unterricht weiter und das merke ich auch von mir selber und von allen anderen, weil man halt nicht das Handy am Tisch liegen hat und dann ist man nicht so abhängig davon, ob man jetzt eine Benachrichtigung kriegt oder nicht. Ich finde Konzentration, ich nehme mein Handy die ganze Zeit piepsen her oder so und wenn es einfach weg ist von mir. Nach dem Unterricht dürfen sich die Schülerinnen und Schüler übrigens das Handy für die Pause wiederholen. Wenn man so ein Defizit im Unterricht vom Handy hat, dass man einfach schon merkt, dass man dann gleich wieder zum Handy rennt. Wir haben die Handys einfach drin lassen, weil sie zu faul waren, dass sie sich geholt haben. Ich habe es auch oft drin lassen, weil es mich nicht interessiert hat. Ich habe dann auch ein Buch gelesen, weil ich habe öfter Bücher mit gehabt. Ja, halt, oder geredet mit den Mitschülern. Ich glaube, man darf sich von so einer Regelung ja keine Wunde erwarten. Sie hat auch den Sinn, uns miteinander ein bisschen auf einen guten Weg zu bringen, um diese Arbeitsatmosphäre zu stärken. Ich sehe schon, dass viele Schüler sich mit dem auseinandersetzen. Vielleicht ist es für manche einfach auch der Hinweis, schau gut drauf, wie es mit dem Gerät geht. Und dann hätte es schon einen Sinn. Ein bewusster Umgang mit dem Handy und eine bessere Arbeitsatmosphäre ist also das Ziel der Handytaschen im ORG Vöcklabrück.